Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverending Nightmares, wo wir in der letzten Folge tatsächlich das Ende erreicht haben. Zumindest eines der drei Enden, die es gibt. Zumindest das, was man aus diesem Routenplaner, sage ich jetzt mal, lesen konnte. Und wir sind gerade in einer anderen Route, in der wir Thomas als kleinen Jungen spielen und Gabby anscheinend unsere Schwester ist. Und Gabby die ganze Zeit gruselige Sachen in mein Ohr flüstert. Und die auf einmal irgendwie tot im Wald lag. Geil. Gucken wir weiter. Wir sind in Asylum. Natürlich sind wir in Asylum. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder gegen diese Dinger kämpfen. Also mich an diesen Dingern vorbeischleichen. Es ist so ungewohnt, das hier alles mal ohne Blut zu sehen. Und gerade sage ich, dann kommt die nächste Zelle voller Blut. Ich versuche mal gerade auch ein bisschen auf meine Umgebung zu hören. Was ich toll fand, ist, dass ich mich letzte Folge nicht so oft erschreckt habe. Weil es auch wirklich nur relativ wenig Schrecksequenzen gab. Deswegen bin ich dieses Mal mehr gefasst darauf, mich zu erschrecken. Oder beziehungsweise ich versuche mich nicht allzu sehr erschrecken zu lassen. Schauen, ob wir jetzt unseren Weg finden zu, ich schätze mal, Gabby. Weil unser einziges Ziel in diesem Spiel ist, es ja Gabby zu finden. Ich sollte nicht so viel rennen. Weil nachher kommt noch irgendwas, bei dem ich wirklich wegrennen muss. Und dann habe ich keine Stamina mehr. Ja, ich habe es atmen gehört. Aussehen? Ist der aus? Ja, ich habe es gehört, der Thomas gehört. Arsenikapsels. Arsenkapseln. Okay, alles gut. Arsen, da sind Arsenkapseln. Hier wurden wahrscheinlich Leute vergiftet. Oh Gott, Tante. Scheiße. Okay. Wir müssen uns wieder vorbeischleichen. Kein Problem. Kein Problem. Das haben wir schon tausendmal gemacht. Kurz etwas nachschauen müssen. Was ist das? Lieber einen Schritt weniger machen als 20 zu viel. Ah, komm schon. Okay. Wir machen kleine Schritte. Lachen im Hintergrund. Ja. Okay, das hat relativ gut geklappt. Das Lachen im Hintergrund war gerade nicht schön. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ich mag das gerade gar nicht. Also gerade ist die gruselige Stimmung schon wieder sehr prominent. Oh, wir sind wieder in unserem alten Zuhause, finde ich super. Raus aus dem Asylum. Das Asylum gibt mir ganz komische Gefühle. Gabby! Baby Thomas sucht nach Gabby. Ich suche meine große Schwester, Schrägstrich Frau, Fragezeichen. Ich suche einfach nur Gabby. Also wie wär's, wenn du jetzt herkommst und dann schlafen wir? Oh, die Brautpuppe. Ich weiß, das letzte Mal hat sie mich erschreckt. Das war eklig. Das sah sehr eklig aus. Oh, Gänsehaut. Diese Puppe sieht sehr gruselig aus. Ich weiß nicht warum. Sie sieht so lebendig aus. Sieht so aus, als ob sie gleich auf mich zukommen könnte. Ich weiß nicht warum. Die sieht einfach so aus, wie sie da schon steht. Oh, ich mache mir gerade viel zu viele Gedanken. Ich sehe einen Puppengegner, wo keine Gegner sind. Nein, wir gehen nicht in den langen dunklen Gang, wir gehen auf die andere Seite. Oh Gott, ich habe furchtbare Gänsehaut gerade. Oh Gott, ich will nicht mehr.
Nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr spielen. Jetzt bin ich gerade wieder in dem Stadium, wo ich nicht mehr spielen möchte und einfach nur gerade Schiss hab. Verdammt, okay, nee, warte, geh mal da lang. Oh, die Musik! Das soll aufhören! Die Puppe gucke ich nicht nochmal an. Und da ist diese komische Puppe, von der ich Angst habe. Okay, ich bin tatsächlich gerade im Kreis gelaufen. Okay, geh mal weiter. Da muss ich doch durch den langen, dunklen Gang. Ja, geil auch. Ich will nicht. Wir sind stark. Keine Angst, sei stark. Ich versuche von diesen Puppen Abstand zu nehmen. Ich weiß nicht, ich habe bei diesen Puppen ein ganz ungutes Gefühl. Ich weiß nicht wieso. Weil hier sind jetzt auch langsam Puppen, die wir an der anderen Route nicht hatten. Oh, die hat geblinzelt, ich habe es genau gesehen. Die Puppe hat geblinzelt in Somnus Veritas. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber wenn mein Latein mich nicht täuscht, Insomnis Veritas heißt im Schlaf gerecht oder im Schlaf Wahrheit oder der Schlaf ist wahr oder sowas. Da kann mein Schatten werden. Okay, da will man mir so irgendwas mitteilen. So diese kleine Kapelle hier. Dass im Schlaf die Wahrheit. Das heißt, dass in meinen Träumen liegt die Wahrheit? Ich hoffe nicht. Diese Puppen machen mir echt Angst. Keine Angst, Maya, ganz ruhig. Da passiert schon nichts. Alter, was ist denn das für creepy? Warum guckt die Puppe da auf die Heizung? Warum? Warum sind wir schon wieder im Asylum? Warum sind hier so viele Puppen? Ich mag das echt nicht. Ich schwör's euch, wenn irgendeine von diesen Puppen jetzt aufsteht dann und mich anfängt zu verfolgen, dann. Ach komm. Wir schleichen uns wieder ganz langsam vorbei. Kein Stress. Kein. Müsste er drehen, ja. Er dreht immer nur, wenn er denkt, dass er mich gehört hat. Glaube ich. Ich habe mich gerade erschreckt davor, dass er stehen geblieben ist. Oh Mann. Ganz ruhig. Was geht alles? Kein Stress. Und schon sind wir ganz lockerflockig dran vorbeigeschlichen. Mich verarschen, wie hier ist kein Weg. Wieso ist hier kein Weg? Wo muss ich hin? Hä, was? So verarscht dieses Spiel mich gerade. Hallo? Ich muss durch die Tür. Nicht auf mich zukommen. Hallo? Hallo? Dreh um! Dreh um, geh weg! Alter! Und durch die Tür. Los, los, los! Puh, okay. Ich laufe. Ich möchte von diesen Puppen ganz, ganz weit weg. Oh. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Leute. Da ist nochmal die Nonnenpuppe. Wollen wir die Puppe angucken? Naja, eigentlich nicht. Okay, ich guck weg. Die hat geblinzelt, aber sie hat sehr, sehr ernst geguckt. Sehr ernst geguckt und geblinzelt. Hier sind nur Puppen. Geil, kann ich wieder gehen. Gibt's nichts. Gruselige, blinzelnde Brautpuppen.
Naja, blinzeln macht mir jetzt nicht so viel aus wie eklig kaputt grinsen. Okay, Mannequins, alles gut. Alles gut. Kein Stress, alles gut. Alles gut. Ich gehe da in dieses Zimmer, gehe ich nicht nochmal rein. Die Puppe ist gelaufen. Okay, die Puppe ist gelaufen. Okay, gut. Gut. Sie ist nicht auf mich zugelaufen, sie ist mir hinterhergelaufen. Das war nicht cool. Gar nicht cool, Puppe. Gar nicht cool. Wieso muss ich mit meinen Vorahnungen immer recht haben? Mit den Puppen, die auf einmal rufen. Ganz weit weg von den Puppen. Ganz, ganz weit weg. Jetzt habe ich auch nicht darauf geachtet, wie die Puppe aussah, die gelaufen. Gänsehaut. Oh, ich habe das Gefühl, dass irgendwas hinter mir mitläuft. Ich habe das Gefühl, dass ich Schritte höre, die nicht meine sind. Schinken, beschütze mich. Ich habe Angst. Also gerade habe ich echt Angst. Oh Gott. Bitte lass mich bald irgendwo aufwachen, damit ich die Folge beenden kann und mich unter meiner Bettdecke verkriechen kann. Ganz weit weg von allen Puppen. Oh Gott, sie wird immer kaputter. Wie sah denn die Puppe aus, die gelaufen ist? Ich weiß es nicht mehr. Ist die da vorne? Also falls jetzt meint die neben der mit dem kaputten Auge, weil die sieht aus, als ob sie gleich losspringen würde. Nein? Hier ist nichts. Geil, wir gehen weiter. Oh, kein Stress, ja, kein Stress. Sorry, wenn ich gerade so leise bin. Ich bin gerade mega angespannt. Also echt mega angespannt. Ich will so weit weg von diesen Puppen sein wie möglich. Okay. Ich hab's gesehen. Ich weiß jetzt, welche Puppe es war. Okay. Und die ist anscheinend tatsächlich ein Gegner. Okay. Die hat, glaube ich, versucht, mich zu fangen. Okay, gut. Kein Stress. Okay. Puppen versuchen, mich zu töten. Nichts Neues. Das passiert alltäglich. Zumindest in Horrorspielen. Ist mir das schon tausendmal passiert. Dass irgendeine Puppe mich töten wollte. Das ist nichts Neues. Klein Thomas, mach dir nicht ins Höschen. Alles gut. Okay. Muss achten auf die Puppe. Ich weiß jetzt, welche Puppe es war, die auf mich zugekommen ist. Guck mal, die Puppe! Alter, die Puppen! Ich will nicht in denen vorbei. Die sehen so gruselig aus. Ah, okay. Hier ist ein Gegner, anscheinend. Alter, das war zu lange Musikpause. Oh. So ging das schon mal nicht. Das ist ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Das sind zwei Gegner. Wie soll ich mich bitte an denen vorbeischleichen? Vor allem, wie hat er mich gehört? Ich war wahrscheinlich zu laut. Fuck! Das wollte ich nicht. Musik! Hör auf mit dem Scheiß! Den lassen wir jetzt kurz durchlaufen.
Das müsste ich eigentlich schaffen. Musik! Was soll das? Alter, diese Musikstotterer, die machen mich kirre. Aber wenigstens haben wir es an den beiden Gegnern vorbeigeschafft. Das war immerhin schon mal etwas. Ach hey, guck mal, Puppen. Ach hey, guck mal, lange gruselige Gänge und Puppen. Also da hat mir das andere Kapitel eindeutig besser gefallen. Ja, ich höre dich, Gabby. Es ist schön, dass du traurig bist. Soll ich eine Puppe mitbringen zum Trösten? Ich habe ganz viele. Ich will diese Brautpuppe nicht angucken. Ich weiß, sie wird eklig sein und mich erschrecken. Okay, kurz. Okay, gut. Sie sah okay aus. Oh, das waren zwei. Oh, das waren zwei Puppen gerade. Oh, damn it. Okay, gut. Kein Stress. Das waren zwei Puppen, die hinter mir her waren. Anspannung wächst gerade. Ich bin immer auf dem Rennen. Auf der Rennen-Taste. Ah! Sie atmen sehr laut, die Puppen. Aber ich bin schneller. Das ist gut. Ich bin da. Ich kann sie noch hören. Okay, da kommt jetzt noch eine. Ich bin viel, viel schneller als die. Okay, brauche ich nicht mehr rennen. Wieso bin ich jetzt in so einem langen. Ja, Gabby, hallo? Ich werde verfolgt von Puppen. Da kommt noch mal eine dazu. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe Angst. Ich werde von Puppen verfolgt. Gabby, Gabby, ich habe Angst. Gabby. Oh, Essen? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Asylum niemals in der Essenshalle waren. Kann ich mir was zu essen nehmen? Nein. Die Puppe da unten gerade den Kopf gedreht? Okay, ist mir egal. Soll die Puppe doch ihren Kopf drehen? Soll sie mich doch angucken? Hackfleisch und Puppen. Haben die Puppen was gekocht? Lecker Hackfleisch mit Hackfleisch? Tata. Ich will sie nicht angucken. Ich weiß, sie wird. Okay, nur mal kurz. Okay. Das war ekelhaft. Ich sollte aufhören, sie anzugucken. Ich sollte wirklich aufhören, aber ich habe halt jedes Mal die Hoffnung, dass vielleicht eine nette Brautpuppe da auf mich wartet, die mich hübsch anlächelt und sagt, hey Thomas, du kannst jetzt aufwachen. Die Puppen versuchen nicht mehr dich zu töten. Wann bin ich endlich da? Ich versuche keine Panik mehr zu haben. Es ist gerade keine böse Gefahr. Es sind nur Puppen. Ich habe dich gesehen, du hast geblinzelt. Du hast geblinzelt. Ich habe es genau gesehen. Wenigstens tun die blinzelnden Puppen nicht einfach, ich weiß nicht, auf mich losgehen, so wie die anderen. Ich versuche mich ja zu fangen. Ich möchte mich auch nicht fangen lassen, ehrlich gestanden. Nicht wissen, was passiert, wenn die Puppen mich fangen. Wahrscheinlich sterbe ich dann, aber ich will auch nicht wissen, wie ich sterbe. Okay, du da oben wirst bestimmt gleich hinter mir herkommen. Ja, das dachte ich mir. Aber ich bin schneller als du. Tja, tut mir leid, Puppe. Ich kann sie aber noch laufen hören. Wenn ihr mal genau hinhört. Viel. Das waren eindeutig ein paar Puppen zu viel. Und ich weiß nicht, ich war jetzt extra leise, damit ihr hören könnt. Wie soll ich da durch? Renn, 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 renn. Ah! Fuck! Warte. Okay, da wäre ich nicht rausgekommen. War das jetzt geskriptet? Ich hab grad keine Ahnung. Oh, Gabby! 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 Gabby!
Okay, gut, wir sind beim nächsten Ende angekommen. Wir haben Gabby gefunden und haben ihn. Wir haben Gabby gefunden! Das fällt mir gerade erst auf. Wir haben Gabby gefunden. Wir haben ihr einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Das heißt, wir haben sie gefunden. Kann ich jetzt skippen? Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Okay, das war tatsächlich diese Route, die uns vorgeschlagen wurde. Und jetzt fehlt tatsächlich nur noch diese Ausgegraute hier, die in der Mitte. Da muss ich nochmal hier zurück. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was ich dafür mache. Entschuldigung, da musste ich kurz hixen. Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich für diese Route hier machen muss. Aber das werde ich in der nächsten Folge machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Durch mein Abenteuer mit Puppen dieses Mal. Das war furchtbar. Oh mein Gott, das war echt schlimm. Das zweite Ende interpretiere ich jetzt einfach mal so, dass Gabby und Thomas ein Geschwister sind. Und Klein Thomas Gabby gesucht hat. Also wir sind ja ständig auf der Suche nach Gabby. Und wir Gabby tatsächlich gefunden haben. Und Thomas irgendwie Angst hatte, dass Gabby stirbt. Die Szene in dem Wald, die wir hatten, wo Gabby ihm was zeigen wollte und Gabby dann tot ist. Und wir einfach gerade glücklich sind, dass Gabby am Leben ist. Wir haben ihr einen Kuss gegeben und das war's. Also wir haben jetzt zwei sehr, sehr unterschiedliche Enden. Und wir werden uns dann das dritte Ende angucken, wenn ich dahin komme. Ich habe schon eine Idee. Aber das werde ich euch in der nächsten Folge sagen, wie wir versuchen, das dritte Ende zu erreichen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mich wieder mal ängstlich zu sehen. Aber ich habe nicht geschrien. Glaube ich zumindest. Lasst ein Like da, dann einen Kommentar, falls es euch gefallen hat, falls ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Versucht euch nicht von irgendwelchen Puppen die Eingeweide rausreißen zu lassen. Bleibt einfach von Puppen fern. Ich rate es euch. Macht's gut. Bye bye.